Okay Leute, heute gibt's kein fancy Intro und auch kein fancy Skript. Ich habe soeben die dritte Folge von Dragon Ball Heroes geschaut und wir hatten es ja gehabt mit Dragon Ball Heroes eine lange Zeit lang, dass es ein bisschen schwierig war, das Ganze zu betrachten, darüber zu reden und sonstiges. Ihr habt ja auch gemerkt, dass ich in den letzten Wochen ein wenig aufgehört habe mit Dragon Ball Heroes, weil es einfach nicht sonderlich viel gibt und ich das auch nicht so interessant finde. Und Folge 3 zeigt so ein bisschen das, was wir befürchtet haben, und zwar, das war wohl mit Abstand die 0815-Folge überhaupt, die wirklich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, klar, Romeros ist ein Promo-Anime, deswegen es ist was komplett anderes als eine normale Anime-Serie, wie wir das kennen. Es gibt hier keine Struktur, keinen Aufbau, keinen Plot. Es ist einfach nur hier, wir haben Dragon Ball Heroes, hier sind die Charaktere, kauft euch die Karten und gut ist. Und für uns vielleicht, hey, neue Doka-Karten, Kaioken, Vegeto, Kamba und sonstiges. Vielleicht auch Super Saiyajin Fu, also Super Saiyajin Kamba natürlich. Das wird so das Ausschlaggebende sein. Und ich finde bis jetzt, das Projekt ist sehr interessant, weil dieses Projekt Dragon Ball Heroes kann auf jeden Fall für die Zukunft sehr wichtig sein im Thema von Spin-Off zu Dragon Ball, dass man eventuell was dazu machen kann, dass man ein wenig Serien nebenbei hat, neben der Kern-Dragon Ball-Serie. Wie dem auch sei, ich denke oder ich glaube, Bandai und Toonami schon ein bisschen gesagt, dass wir als Zuschauer so reagieren wie Fu, also dass wir komplett durchdrehen, aber. Ich muss ehrlich sagen, ich liebe Dragon Ball. Ihr wisst alle, ich liebe Dragon Ball, ja, und ich habe die Folge so geschaut wie Cooler, kein Scheiß. Also. Ich habe da einfach nur zugeschaut, dachte mir so, okay, alles klar, weil. Wir haben einen Beam-Struggle, der 0815 ist. Wir haben eine Verwandlung, die 0815 ist. Wir haben Vegeto, der überhaupt nicht funktioniert. Der einfach nur da ist. So, hey, ich bin Vegeto, Fanservice, was geht? Und jetzt bin ich Kaioken Vegeto. Ist es cool zu sehen, dass Vegeto wegen dem Kraftverbrauch wieder defusioniert ist. Man vielleicht so ein wenig, eine Referenz hat dazu, wie lange Vegeto hält. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, die Musik war wirklich gut. Die Musik hat echt ziemlich gut geklappt. Ich hatte sogar ab und zu ein paar Dragon Ball GT-Vibes von der Musik her und auch Dragon Ball Z Classic-Vibes. Das hat mir auf jeden Fall sehr stark gefallen. Aber wir haben jetzt lange auf diese Folge gewartet und wie gesagt, das vergessen auch viele Leute, Dragon Ball Heroes, Leute. Dragon Ball Heroes ist kein Ersatz für Dragon Ball Super, auf gar keinen Fall. Es ist so ein klein wenig so zu betrachten, dass wir etwas bekommen nebenbei, bevor der Film kommt. Wie gesagt, die Zukunft der Serie ist ungewiss, ob wir jetzt dann nach dem Film in eine Serie gehen, ob wir in den nächsten Film gehen, ist noch nicht klar, aber denkt daran, Dragon Ball wird auf jeden Fall eine große Zukunft haben, deswegen wissen wir das auf jeden Fall an der Stelle. Wie dem auch sei, wie gesagt, Dragon Ball Heroes war jetzt nicht sowas Spezielles, es war eine sehr komische Folge, weil das war alles so, was auch wirklich jemand hätte schreiben können, der Dragon Ball vielleicht, ja, so 100 Folgen gesehen hat oder so. Das hätte auch so jemand schreiben können. Und dialogtechnisch, natürlich kann man hier nicht viel Charakterprogression reinpacken, weil die Charaktere sich nicht verändern dürfen, aber so ein wenig was hätte mir schon gefehlt. Man kann mit Kamba auf jeden Fall viel gut machen mit der Geschichte, aber ich denke, sie werden nicht darauf zurückgreifen, weil es einfach wirklich komplett auf die Fresse geht hier. Also das ist das Einzige, was wirklich wichtig ist, dass es auf die Fresse geht. Kamba scheißt auch auf alle Regeln. Kamba ist halt einfach stark, weil er Kamba ist, weil er der neue Gegner ist und mehr wirklich nicht. Und das ist nicht mal eine Kritik oder so, weil der Anime oder der Promo-Anime, der soll halt so sein. Also kann man das nicht wirklich in Kritik stellen. Es ist halt nur so, dass Dragon Ball Heroes Folge 1 war sehr interessant, wie ich fand, weil die Interaktion zwischen Goku und Sengoku hat mir sehr gefallen. Folge 2 war auf jeden Fall definitiv schwächer. Und Folge 3... Huh, Leute. Folge 3, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und was das Ganze für mich auf jeden Fall nochmal retten kann, ist auf jeden Fall Super Saiyan 4 Sengoku und Sengvegeta, die nochmal fusionieren mit Hilfe der Tanzfusion oder der Potara-Fusion. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Das könnte noch einiges retten, wie ich denke. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich darüber nachdenke, hey, vielleicht bekommen wir ein paar neue Dokkan-Karten und mehr habe ich eigentlich nicht aktuell im Sinne, weil das Ganze einfach nicht mehr hergibt. Und die Sache ist auch die, wir haben in Amerika, glaube ich, vor ein paar Wochen den ersten Dragon Ball Heroes Automaten gehabt, also der ist nicht da geblieben, aber da gab es auf jeden Fall so ein Event, wo der zu spielen war, irgendwie sowas. Also mal gucken, was Dragon Ball Heroes für eine Zukunft nehmen wird, ist ja irgendwie doch recht interessant, aber auch die Kampfsequenzen aus dieser Folge waren sehr generic. Ihr kennt es ja bei Dragon Ball, wenn der Kampf losgeht, gerade in Dragon Ball Super Turnier der Kraft, war das oft der Fall. Wenn da Kämpfe losgehen, ist es meist so, dass die Kämpfe sehr generic sind, diese Schlagabtäusche, und dann driften die sehr, sehr stark ab in diese Kämpfe, die ein bisschen mit Choreografie gemacht worden sind, die ein bisschen mehr kreative sind, aber hier haben wir halt echt nur diesen Basic-Kampf und dann den legendären Beam-Clash, der ja nicht so wirklich funktioniert hat. Und
auch die Osaru-Verwandlung von Kamba ist so cool. Kleiner Throwback mit dem Ki in die Luft schmeißen, mit der Energie in die Luft schmeißen, aber sonst ist da auch nicht viel mehr hinter, muss man hier wirklich sagen. Wir haben dann nächste Folge eine Art Super Saiyajin Fu. Also, ihr merkt schon, wie es sich anhört. Es ist sehr, sehr seltsam, muss ich sagen. Und ich bin gespannt. Wir haben jetzt wirklich eine lange, lange Dürrephase gehabt. Aber ich hoffe, dass der Film von Dragon Ball Super ordentlich auf die Fresse hauen wird. Weil, klar, das gehört jetzt nicht zu der Dragon Ball Heroes-Situation dazu. Aber wir wurden mit Dragon Ball Super am Ende so krass verwöhnt. Haben jetzt so lange kein quasi Leckerli bekommen von Dragon Ball Super. Und wenn der Film dann droppt, ja, dann bin ich gespannt, weil es hört sich alles sehr, sehr gut an und er soll sogar ein wenig Überlänge haben. Also wenn die Aussage wirklich stimmt, ist aktuell noch nicht klar, ist aber sehr, sehr wahrscheinlich. Also von der Folge nochmal, um das ganze Revue passieren zu lassen, ich hätte mir sehr stark gewünscht, wenn man viel mit Vegeto angestellt hätte, so ein bisschen Arroganz oder so, weil man kann damit auf jeden Fall glänzen mit Vegeto, dass man mit ihm etwas macht, ein bisschen Charakterinteraktion, das fand ich auf jeden Fall sehr cool, aber Vegeto war in der Folge eigentlich nur ein Mittel, um Power zu demonstrieren, um gegen Kamba anzukämpfen. Mehr war Vegeto hier eigentlich nicht, was für mich so ein wenig, ja, muss ich schon fast sagen, schade war, aber Sen Goku und Sen Vegeta kann auf jeden Fall für mich noch sehr, sehr viel rausholen und eventuell auch Trunks. Mal gucken, wie in dieser Serie noch behandelt wird. Aber wie dem auch sei, ich möchte das Video jetzt nicht unnötig länger machen. Auf jeden Fall, Dragon Ball Heroes Folge 3 war auf jeden Fall etwas sehr, sehr komisches. Ja, ich muss wirklich sagen, 0815, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ist wie gesagt Promo-Anime. Deswegen denke ich auch, dass die meisten dieselbe Meinung haben werden. Aber wie gesagt, das ist kein richtiger Anime. Also sollten wir nicht zu traurig sein. Und bitte Leute, schreibt nicht wieder in den Kommentar, dass irgendwie Toonimation voll die bösen Leute sind, weil sie einen Monat nichts quasi gezeigt haben und dann mit so einer Folge kommen. Leute, es ist eine komplett andere Situation als eine Anime-Serie. Deswegen behaltet das bitte im Kopf. Also hält das Ganze nicht zu krass, was das angeht. Also ihr könnt gerne eure offene Meinung in die Kommentare schreiben, auf jeden Fall. Aber ich wollte es nur nochmal klarstellen, dass Toonimation jetzt nicht irgendwie euch jetzt ärgern will als Fans oder so, darum geht es hier gar nicht, weil Dragon Ball Heroes sowieso eher für die japanischen Fans ist. Ja, wie du auch sei, lasst uns das hier nicht zu lange laufen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, auch wenn ihr die Folge nicht mochtet. Denkt daran, ist es mein Video. Also, ich hab's ja oft. Und wenn viele das Thema nicht mögen, dann kriege ich den Dislike wie beim Roshi Jiren-Thema. Deswegen, Leute, bitte straft mein Video nicht deswegen. Wie du auch sei, wie gesagt, ich bin raus. Bis dahin, haut rein.